So, nächster Versuch. Mal wieder. So, ich hoffe. Ja. Bisschen unverständlich, ne? Weil ich muss ja sagen, dass das Spiel jetzt da jetzt die 6 Teile lang fehlerfrei gelaufen ist, ne? Insofern, jetzt habe ich zum ersten Mal Probleme. Zum allerersten Mal, verstehe ich gar nicht. Ich habe nichts verändert. Ich habe das einzige. Nee, eigentlich habe ich nichts verändert. Vor dem ersten Absturz. Ich habe jetzt nach dem ersten Absturz habe ich neuen Treiber installiert. Und ein bisschen virtuellen Speicher hinzugefügt. Aber es ist ja vorher abgestürzt. Und da habe ich nichts verändert. Sehr seltsam. Okay, also ich versuche es wieder. Ja. Very strange. Ich kann mir nur vorstellen, dass die mit dem technischen Updates noch nicht durch sind. Dass das noch nicht 100% zielführend war. So, Cord hat sich, ich habe gelesen, du hast eben das Pathogen DLC gekauft. Also du bist voll drin, hä? Okay. Das Pathogen DLC hat ja auch eine, ich sag mal, eine ausgeglichene Rezension bekommen, ne? Insofern, ja, eben nicht. Ach so, eben nicht. Ja, ich bin auch unschlüssig, ne? Es hat ja, es wird ja dem DLC vorgeworfen, dass es für das Geld ein bisschen zu wenig Umfang bietet, sage ich jetzt mal. Ja. Dem kann man meistens glauben, ne? Also, ich fliege immer raus. Was heißt denn das? Ich fliege immer raus. What does it mean? Obviously, ne? Obviously, ne? You know? Ich fliege ja immer raus. Was heißt, stützt du mal ab oder was? So wie ich jetzt. Wie ich jetzt hier im Spiel. Oder wie meinst du das? Das ist ärgerlich. Also gekauft ja, aber es geht nicht, oder wie? Das ist ja ätzend. Nö, hab's mir im Angebot geholt. Ja, ich hab, es kostet 6 Euro, glaube ich, ne? Aber 6 Euro für Scheiße ist auch Geld ausgegeben, ne? Ja. Ich fliege immer mitten in der Mission vom Host, weiß aber nicht, wie ich hoste. Weiß nicht, wie ich hoste? Hä? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie der Vorgang ist, aber ist das nicht selbsterklärend? Ist das nicht selbsterklärend? Okay. Wo bin ich stehen geblieben? Ah, guck mal, er hat hier gespeichert, nachdem ich alle umgelegt habe, oder? Ah, ne, sind nämlich alle tot, oder? Die suchen mich, da liegt eine tote Leiche. Also, ich habe den Kampf schon begonnen, okay. Ich war nicht sicher. Und hinten sind noch ein paar Typen. Okay, was? Wie sieht's mit meinen Schießgewehren aus? Ich könnte Bogen auspacken, oder? War es ein guter Schuss? Oh, es war ein perfekter Schuss, oder? Jetzt habe ich aber keinen, keine Munition mehr. Für ihn habe ich noch ein bisschen was, aber die hören mich dann, ne? Oh, steht einer! Da ist. Verdammt nochmal! Da drüben! Ellie, schieß! Ellie! Schieß! Oh! Im Laufen hier! Nice shot! Oh, da ist noch einer hier. Links, links von mir. Ellie, Ellie. Okay, ich nehme den. Hier ist er! Oh, Ellie! Gut nice. Gemacht. Er ist nicht tot. Fuck, mich hat's erwischt. Wo ist der andere? Los, ich gebe Deckung! Wo ist der Typ?
Scheiße. Das Waffenwechsel, ne? Es gibt da. Ja, diese Drecksau! Ja, das ist korrekt. Scheiße. Was habe ich ja noch hier an Schusswaffen? Wo steckst du bloß? Oh! Moment mal, ich habe jetzt den letzten Typen getötet mit der letzten Munition, die ich habe. Ich hätte noch die andere. Okay, die andere ihr Kanone. Könnt kommen. Yes, baby. Yes, baby. Das war geiles hier Schießfeuergefecht, oder? Das hat Spaß gemacht. Das war geil. So einfach ist das nicht. Ich spiele random und weiß, da weiß man nicht, wer von den Mitspielern hostet. Ach so, du spielst allein oder was? Ah, ist abgestürzt. Okay, ich habe jetzt echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das war der kürzeste Stream aller Zeiten, würde ich sagen. Wieso stürzt das jetzt ab die ganze Zeit? Ich habe nichts geändert. Ich habe noch Speicher ohne Ende. Ja. Speicher habe ich ohne Ende frei. Was sagen denn die Spieler so? Was sagen die denn so? Game is not starting. Ja, okay, das ist nicht mein Problem jetzt, ne? Das Spiel startet bei mir schon. Das Spiel ist schwach umgesetzt, also schwach optimiert. Ja, nee, bei mir, das geht eigentlich. Also von der Performance her habe ich keine Probleme. Shuttering in the game at any graphic settings. Bei dem Shot hat das Spiel, aber das Problem habe ich auch nicht. Ich könnte noch einmal probieren, das Spiel im abgesicherten, das kann ich auch machen, ja. Das Spiel im abgesicherten Modus zu starten, das geht. Crashes at the start during rideable coin is flipping. Der hat anscheinend auch einen Absturz, der ist immer bei derselben. Stuttering and odd crash. Ich lese mal das durch und dann versuche ich den abgesicherten Modus noch einmal. Also, hi everyone, bla bla bla, ich habe ganz viel Speicherplatz frei, ja, geht mir genauso. Ich habe eine tolle Grafikkarte, ja, habe ich auch. Okay. Try to disable Nvidia this, ich habe kein Nvidia. If crashing after new RAM was installed, nee, das war schon mit Antworten. Ja, der Beitrag war ja wohl scheiße. Das könnte ich mal testen hier. Manuell, set the page file to 18, try again. Da hat sich nichts geändert. Nö, das ist auch, der verläuft sich auch im Sande, der da. Okay, alles klar. Okay, ich versuche jetzt noch einmal im abgesicherten Modus zu starten. Ja, möchte ich. Nein, möchte ich nicht. Okay. Nächster Versuch. Aber wundert mich, wie gesagt, ist die ganze Zeit nicht abgestürzt, ne? Sehr seltsam. So, wieso sehe ich da nichts? Also, ich meine, okay, alles klar. So. Schade, das Feuergefecht war echt geil gewesen jetzt. Vielleicht hat es gespeichert. Ich habe gar nicht aufgepasst. Achso, ich könnte mal ganz kurz noch bei den Optionen gucken. Wegen den Frames, ob die begrenzt sind oder nicht. Aber die habe ich schon eingestellt, dass sie nicht begrenzt sind. Bildfrequenz Limit freigeschaltet. Stelle das hin. Genau. Ach nee, guck mal, ich kann die selber einstellen. Freigeschaltet. Was heißt freigeschaltet? Nochmal 60. Ist zwar so wenig, aber wenig ist gut. Vielleicht ist das Spiel unfähig, mehr zu haben. Ich hab gedacht, ich hätte das eingestellt. Oder vielleicht haben die auch die beim letzten Patch die ganze Einstellung geändert. Das kann sein. Okay. Vielleicht haben wir jetzt schon ein Problem gelöst. Schauen wir mal. Okay. Jetzt habe ich aber abgesicherten Modus und das Dock geändert, ne? Ich versuch's einfach mal.
Schauen wir mal. Wie, du spielst alleine mit Randoms, Mark, oder wie? Echt jetzt? Das ziehst du dir rein? Das ist wie wenn man WoW spielt mit Randoms in der Instanz. Das ziehst du dir rein? Really? Bist du so hart im Nehmen? Wow. Freiwillig oder bist du gezwungen? Wird dir gerade Waffengewalt angedroht, Cord? Dann schreibe eine 1 in den Chat. Wenn du unfreiwillig Alien spielen musst, schreibe eine 1 in den Chat. Hoffentlich funktioniert es. Ich hoffe auch, dass es funktioniert. Spielt da keiner mit mir. Ha, so. Okay. Ah. Oh, geil. Ich muss, aber die Schießerei war geil gewesen, ne? Okay. Ich habe keine Freunde. Es geht mir genauso, Cord. Weil Menschen scheiße sind, habe ich auch keine Freunde. Begrenzt, sag ich jetzt mal, ne? Ich meine, ne? Du weißt schon, ne? Hm? Ja. Schließe mich an. Wie war ich? Du kennst das Problem, ne? Das ist kompliziert, ja. Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Endlich. Nur für den Notfall. Gib dir eine Knarre. Natürlich ist es ein Pfund für den Notfall. Okay. Und jetzt kannst du noch sagen, ey, du... Eili, du hast saugut geschossen, ne? Du hast uns den Arsch gerettet. Vielen Dank. Joel. Irgendwann sagt er Danke, oder? Irgendwann sagt er Danke. Ich bin mir sicher. Cool, das war eine geile Schießerei. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Okay, das ist süß. Okay, alles klar. Geht raus. Achso, ein Herz geht raus. Das ist aber geil hier. Okay, schöner Dialog. Ich merke jetzt nichts vom abgesicherten Modus, ne, muss ich zugeben. Ich habe gedacht, es wäre alles irgendwie runtergefahren. Großartig, grafisch. Aber hier habe ich sogar hier Sonnenreflexionen, alles. Also okay. Ich habe jetzt die Frames begrenzt. Das war ist bei vielen Spielen ein Problem. Also, weil sobald der probiert, unbegrenzte Frames zu projizieren, kann es bei Spielen sein, die nicht gut optimiert sind, dass die halt dann abstürzen halt, ne? Ja. Okay, ich sammle immer ein bisschen Munition ein. Das ist ja eigentlich eine gute, oh, hier ist was. Oh, krass. Harte Strafe. Scheiße. Die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Ah, Dieb war es, oder was? Thief! Joel ist süß. Ja, der kann auch nicht, der kann nicht Danke sagen, ne? Ist mir letztes Mal aufgefallen. Beim letzten Stream. Der kann einfach nicht Danke sagen, ne? Der hat echt Probleme damit. Das ist so ein kleiner Nick Fury, ne? Okay, ich wollte meine ganzen Waffen mal checken hier. Was habe ich denn noch hier? Am Start. Habe ich hier schon die andere Pistole? Wie mache ich denn hier mit dem Waffenwechsel? Mit dem Waffenwechsel, ne? Das ist... Jetzt muss ich die 3 drücken. Dann V halten. Ah, ich hätte noch ein bisschen Munition in der anderen Knarre gehabt. Okay. So, ich muss jetzt Leichen durchsuchen, oder? Ich brauche Munition. Ich habe alles verschossen. Wie mache ich meinen Nahkampfangriff? Ich habe es vergessen. F. Okay. Das hätte ich eben machen können, ne? Aber ich wusste nicht mehr... Ich wusste nicht mehr, welche Taste ich belegt hatte. Weil eigentlich belege ich Nahkampf immer auf meine Maustaste. Auf Taste 4. Aber es ging nicht. Es geht nicht bei dem Spiel hier. Naja. Joel würde ich auch sofort nehmen. Ich auch. Ja, ich auch. Natürlich. Okay, da drin ist vielleicht noch... Komm, ich geh mal da rein. Vielleicht ist da noch irgendwas. Bank of Meridian. Hier gibt es bestimmt ganz viel Geld, ne? Da liegt was. Okay. Da liegt was. Achso.
liegt nix, da liegt nix. Da war was, oder? Achso, das war der Stein. Und die Polizeiautos gibt's immer Waffen, oder? Verdammt. Da geht's wahrscheinlich weiter, ne? Also gehe ich mal erstmal hier reingucken, was hier abgeht. Was ist mein Auftrag? Wo steht denn der? Keine Ahnung. Was soll ich hier? Oh, eine Schere. Moment mal, wie kann ich hier Sachen bauen hier, ne? Was kann ich schon bauen hier? 3-3, ich habe schon alles vor. Ah, ich könnte. Ja, das ist nur, ah ja, genau. Okay. Das andere habe ich schon komplett. Was ist das hier noch? Rauchbombe. Okay. Darf ich es verkommen lassen hier? Ja, komm, mach die Bombe da weg jetzt. Meine Güte. So, was gibt's hier noch? Nix. Ah, da war was, da war was. Da ist was, ich sehe es. Ah, cool, brauche ich nicht zu heilen, ne? Geht so automatisch. Okay. Hier gibt's nichts mehr. Ich gehe mal noch hoch. Mhm, mhm. Hä, ich verstehe die Architektur da nicht. Wie kommt man denn hinten hin? Sachen draufzustellen. Hinweis. Hebe die Tür an. Achso, ja, Moment. Ich bin nicht so weit. Das Spiel hat Angst, dass ich hier nicht weiterkomme. Zu Recht. Pittsburgh. Da ist blockiert. Mhm. Da unten. Okay. Hä? Kommt hier dahin? Oh, geil! Bogen hier. Pfeile, Gedings. Oh, Bilder hier. Sind das schon wieder wahrscheinlich Kinder von den Programmierern, ne? Okay. Aber Schatz, poste unsere Kinder nicht in Social Media, bitte. Nein, nein. Die baue ich in unser neues Spiel ein. Das geht dann. Okay. Okay, ich hoffe, hier habe ich alles. Hinweis! Hebe die Tür an. Ach ja, echt jetzt. Okay. Leiter. Leiter? War da Leiter? Ich habe nicht aufgepasst, ne? Ich wollte noch ein bisschen was weglooten hier. Ich bin noch im Loot-Modus. Oh, das war böse. Okay, hat anscheinend funktioniert. Okay, da ist noch was zu looten. Oh, Spielkarten. Okay. Ich meine, so ein Spielkartenset ist eigentlich ganz cool in der Zeit da, oder? Abends hat man nicht viel zu tun, glaube ich, so. Also wenn man nicht gerade, oder? Multimedia. Das war's jetzt, glaube ich, hier, oder? Habe ich alles? Ich würde sagen, ja. Nein, du hast eben gefragt, wie man da hinkommt, um Sachen oben hinzustellen. Ja, mit der Leiter schon, aber das ist für mich ein bisschen umständlich. Wer macht denn sowas, ey? Jetzt mach dein Ding, Ellie! Ah, okay. Mach dein Ding, Ellie! Die blöde Kette klemmt. Okay. Warte. Ich warte. Mach ich. Ah, cool. Kann man machen. So. Cleveres Mädchen. Okay. Gute Idee. Ah, hab ich ja gemeint. Alles klar. Wie sieht's denn hier drin aus? Erstmal gucken hier. Okay. Sieht ordentlich aus. Das war gelogen. Verbandsachen voll. Kann ich irgendwas bauen? Soll ich mich heilen? Ne, ich bin auch schon voll geheilt. Und jetzt? Das war's. Ich geh wieder raus. Hä? Achso, muss das Ding wiederholen oder was? Echt jetzt? Hilf mir mal damit. Hier. Boah, also, das hätte ich nicht erwartet jetzt, ne? Ich habe ihn. Das hätte ich nicht erwartet. Ist ja Kraftmonster hier.
Da, passt. Was los? Wird schon irgendwie gehen. Aha! Okay, Dede. Ellie, es war schön mit dir. Jetzt musst du aber alleine weiter. Nein. Okay, hier ist was. Ah, ist ja. Okay, dann mal los. Oh, geil, ich habe wieder Waffen motiviert. Ich habe gar keine Sachen mehr, oder? Ah, doch, es geht um. 73 habe ich noch. Sekundärer Halfter, was ist denn damit? Habe ich schon, ne? Ah, ne, aber 75 ist zu teuer. Okay. Das ist echt geil gemacht hier, ne? Mit den Waffen modifizieren. Das gefällt mir so gut. Sau geil. Hier kann ich was tun. Ich könnte hier Schussfolge ermöglichen, oder? Oh ja, das mache ich auch, oder? Ja. Go for it! Krass. Ich könnte das hier machen. Was kann ich noch machen? So an. Kann ich noch so ein Großkaliber hier, sowas hier verändern? Wehrholz, da kann ich nichts mehr machen, oder? Ne, ist schon, ne? Ist schon Maximum erreicht. Okay, dann vielleicht hier die Pamphlete. Ist schon Maximum. Da fordert 3 von diesen Werkzeugen da. Dafür braucht also 4 sogar von dem. Okay. Okay, das nicht, aber das hat vielleicht das Gewehr. Oder der Bogen vielleicht. Aber ich habe dafür kaum Munition, ne? Bringt mir gar nichts. Da könnte ich was machen. Habe ich nie Munition dafür. Da könnte ich eigentlich was machen. Magazinkapazität, oder? Bringt mir aber auch nichts, weil ich habe keine Munition. Bringt mir ein größeres Magazin auch nicht viel. Ja, ich mach's trotzdem, oder? Falls ich mal wieder... Oh ja, komm, ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Falls ich mal hier Munition hab. Mit dem zusätzlichen Halfter kannst du Großwaffen schneller ziehen. Das wäre saugeil, wäre das, ne? Ellie, alles klar, Ellie? Geht's dir gut? Das ist für mich sehr wichtig, ne? Schneller ziehen und so. Ich habe hier so schon Probleme. Ja. Waffen wechseln. Sieht gut aus. Ja, sieht's gut aus. Was war das denn? Also, die hat Geräusche gemacht. Die hat so. Genau. Ja. Okay, alles klar. Ich geh dann mal. Lalala. Scheiße, runter, runter. Schnell weg hier. Oh, was geht ab? Böses Ding. Was machen wir? Gar nichts. Nicht rein auf der Bohrerhaube. Soll das so sein? Nein. Okay, das war brutal. Da ist ziemlich viel los, was? Was soll's? Ey, da wird nicht lang gepackelt, oder? Kein Essen. Nur das paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Da werden Leute schon für nichts getötet. Für nichts. Das ist der Hammer, ja. Das ist schon äußerst erschreckend. Die sind nicht nur eine Bedrohung, ne? Die haben nichts dabei. Die sind nicht nur eine Bedrohung, ne? Die werden trotzdem einen Haufen geschossen. Das ist schon heftig. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Das ist echt übel, da, ja. Gehen wir zur Brücke. Das ist schon eine krasse Welt. Da will ich nicht drin leben, in dieser Welt. Ja, hallo. Wenigstens haben sie die beiden getötet. Scheiße, ich Joe. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Wer ist denn da? Was habe ich denn für Waffen hier, die man benutzen kann? Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Ein Bogen zum Beispiel. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Da links! Ja, ich hab's gesehen. Kommt der zu mir? Nee, ne? Doch, der kommt zu mir. Oh, jetzt bin ich aber blöd hier gelaufen. Okay, ich hätte gedacht, der guckt auf mich. Ah, scheiße. Oh! Er röchelt noch ein bisschen, ne? Oh, verdammt.
Das Messer hätte ich mir sparen können, oder? Wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Oh. Das war ein Kompliment. Okay. Nee. Nein, nein, das wäre nicht okay. Das heißt, danke. Ja, das war okay, ne? Also ich hab improvisiert. Ich habe jetzt echt improvisiert, weil ich habe mit dem vorne habe ich nicht gerechnet, ne? Muss ich zugeben. Aber es war okay. Zu süß. Aber danke trotzdem. Danke, Kurt. Danke, Kurt. Ich muss da gerade aufs Klo hier. Ah, ne. Ist abgesperrt. Es ist mit Efeu abgesperrt. Hier ist was. F. Wie haben sie in die Flucht geschlagen? Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zur Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu, trommelt alle Kampffähigen zusammen und bewaffnet sie. Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen. Okay. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir ein Ende setzen, ein eigenes Leben beginnen. Alles klar, tschö. Das sieht mir sehr, sehr populistisch aus hier. Okay, Heilung brauche ich nicht. Gibt es hier vielleicht noch, irgendwas? Nee. Okay, alles klar. Ich gucke mal gerade aus dem Fenster raus, ne? Hallo. Auf jeden Fall ist die Brücke, da muss ich hin, ne? Okay. Jetzt wird's rough. Echt jetzt? Wieso sagst du sowas? Jetzt kannst du nicht mal sagen, jetzt wird's gechillt oder so. Guck mal, ist alles frei. Das kann nicht rough werden. Guck mal, alles frei hier. Scheiße. Okay. Ein Geldautomat. Ja, okay. Kann man vielleicht in den Truck reingehen? Ist da was im Hänger drin? Wer weiß es? Bueller. Kann sein, dass ich mich falsch erinnere. Achso, das Alter und so, das kenne ich, das Problem. Hier, achso. Wow, geil. Gut, dass ich das Plakat gesehen habe. Polizeiauto, Waffen. Nee. Okay. Ich hatte doch gerade erst einen bösen Schusswechsel gehabt, oder? Da komme ich nicht rein. Hat nichts mit dem Alter zu tun. Bin auch vergesslich. Ja, das stimmt schon. Ich hab im Alter benutzen wir dieses Argument, aber eigentlich war es schon vorher so, ne? Ja, das Sie gerade durch. Vielleicht können Sie sich aufschreuchen. Ist denn hier oben? Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Sie müssen ja irgendwo auftauchen. Das wird wohl dein Glückstag. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, einer halt, ne? Wollen wir ihn aufschrecken? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich sehe ihn. Da ist er, ja. Was war denn das jetzt? War da eine Bombe? Ich habe jetzt gedacht, das ist eine Zwischensequenz. Startet jetzt. So geil. Was war das? Hier, guck mal, was es war. Ach, hier ist ein Stolperdraht. Der ist aber sehr offensichtlich, ne? Der Stolperdraht. Der ist ja sehr offensichtlich. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Das sehe ich gleich. Ja, ich sehe ihn. Der war ja übelst offensichtlich, ja. Ja, an sowas scheitere ich, ne? Ich mache die krassesten Schusswechsel, ne? Aber sobald ich so einen Stolperdraht, den man aus 20 Metern sehen kann, ne? Da latsche ich rein. Ist klar. Oh, die Bestseller sind hier. Was haben wir denn? Ah, ne, kann man nicht lesen. Okay. Joa, ne? Da kann ich runter durch wahrscheinlich. Ich könnte es mal testen, aber sieht so aus. Wer sieht mich denn hier schon wieder? Ist anscheinend nur der eine da oben, oder wie? Wusstet ihr, dass sie den Typen nee. Und das Mädchen haben? Den gibt's noch. Nur den Typen und das Kind, hä? Ja, die. Da! Da ist einer. Die im Truck waren. Ja, cool, wenn ich den Speer oben ausschalten könnte, ne? Das wäre natürlich genial, wäre das. Soll ich das mal versuchen?
Hab's auch nicht gesehen, echt nicht. Beim zweiten Mal siehst du aber, ich habe keinen Pfeil mehr. Ich habe keine leise Waffe mehr, ne? Da bringt mir also nichts. Den kriege ich dann nicht weg. Verdammt, ich habe gerade einen Pfeil gefunden neben. Die habe ich verschossen, ne? Blindviech. Ja. Ah! Was mache ich denn jetzt? Na, scheiße. Bitteschön. Kann ich die entschärfen, die Dinger? Nee, oder? Jetzt könnte ich versuchen, rechts rumzugehen. Ah doch, ich kann rechts rumgehen eventuell. An dem Pickup da vorbei. Lalalala. Lock's an mit Backsch... Achso, das könnte ich machen übrigens. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ich würde gerne mal an dem vorbeigehen hier. Hey, complicated. Ey, vielen Dank für das verschenkte Abo. Das war sehr freundlich. Okay, da vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich war jetzt beschäftigt. Es gab ein Flaschenwurf wurde vorgeschlagen. Backstein. Oder ich versuche mich einfach mal hier. Einfach hier mal, ne? Vorbei zu ninjern quasi. Ne? Okay. Und jetzt gehe ich nach oben, ne? Und krall mir den. Ist das cool oder ist das cool? Plan ist schon mal perfekt. Ah! Ausführung wird sich zeigen. Ist das nur einer da oben? Nee, Quatsch, das können ja nur. Müssen ja zwei sein. Dann ist der andere. Siehst du? Das war nicht die beste Lösung, ne? Ich geb's zu. Aber ich versuche zu improvisieren. Ich brauche Deckung. Muss ein anderer hin. Oh! Scheiße. Okay, ich brauche schnell die andere Knarre, ja. Ich brauche die andere Knarre! Okay. Wie kann die den ablenken? Oh, also heute habe ich es echt nicht im Kopf, wollte selbst abonnieren. Ey, hast du schon mal schon wieder eins dann quasi, das kann nicht sein, schon wieder ein Abo. Nur weil du es verkackt hast. Ey, saugut. Ey, vielen Dank, Miss Complicated. Super freundlich. Hättest mal einen Halfter gebastelt. Ja, hätte ich wirklich, aber ich hab das Zeug nicht gehabt, oder? Oder hätte ich sparen sollen vielleicht? Ja. Er ist hier drüben. Oh, scheiße. Da war einer, oder? Nö. Aber da muss doch einer sein noch. Ich höre doch was. Oder kommt er von links? Nee. Ja, nur weil ich es verkackt habe. So. Okay, es ist weg, ne? Ich würde sagen, er ist weg. Also ich... Kommt auch keiner mehr. Oh, ich habe wieder Pamphletenmunition. Das ist cool. Okay. Ich spiele trotzdem jetzt mal zuerst mal die Knarre noch, die Pistole. Man weiß ja nie, was passiert. Außerdem habe ich dafür noch 7 Schuss. Die müssen ja auch mal hier verschossen werden. Hier ist nichts. Nach oben geht's nicht. Aber hier ist noch mindestens einer unterwegs, ne? Hier ist zu.
Mindestens einer ist hier irgendwo. Da ist er, glaube ich, ja. Da steht einer. Mindestens einer. Das ist ein Panzer. Echt jetzt? Wo ist er hin? Da könnte ich auch ein Schießgewehr holen, ja. Ah! Irgendeiner hat noch Scheiße gerufen, ne? Der kommt ja auch noch. Achtung! Er ist hier drüben! Der Korridor! Ich hab ihn nicht gesehen. Was mache ich denn jetzt? Ich warte, bis die kommen, oder was? Oder, kommt keiner. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts wahrscheinlich, ne? Ne, irgendwo anders, glaube ich. Ja, wo denn? Ah, da. Ah. Ne, wie kann ich, ich hoffe, schon wieder vergessen, wie man das Zielfernrohr, anschaltet, ne? Kann ich nur das da wechseln? Wie kann ich das Zielfernrohr wieder? Ah, verdammt, ich vergesse das immer. Die Steuerung, ne? Genau. Ich hab's vergessen, ne? Option, Steuerung, Anzeigen. Wo ist es denn? Ja, Waffenkreuz, nicht Waffenkreuz. Komm, Quatsch. Zielen, hier. Zielfernrohr. E. Wieso E? E ist benutzt normalerweise, ne? Er kommt da raus, oder? Oder? In den Hals geschossen, ist dem egal, ne? Naja. Haben wir es bei, oder was? Ich glaube, wir haben es jetzt anscheinend. Oh Mann. Ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Okay, Hauptsache, die können noch ein bisschen lachen. Das ist schon mal gut. Machen Sie es so. Make it so. Okay, ich brauche hier Sachen wieder. Ich brauche hier... warum steht hier ein Panzer hier? Kann ich den fahren? Ich glaube nicht. Wo sind denn die? Ah, hier. Okay, ich hab wieder anscheinend eine Menge Pamphletenmunition, ne? Das ist geil. Okay. Das heißt, ich könnte die mal auspacken hier, oder? Wie macht mich das mal? Eins und dann V halten, dann runterscrollen, loslassen, alles klar. Alles klar. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Brutal. Da ist eine Leiter, alles klar. Ja, was ist hier los? Ellie? Willst du reden mit mir? Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Hab ich schon was zu trinken hier? Oh, wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Hm. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, guten Tag, Panzer. Paul Panzer.
Okay, was haben wir hier? Lesen. Wir haben die Stadt im Leben abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon üblich war. Die meisten Großmaschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Ah! Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren. Oh, war das Ding, was wir eben gesehen haben, ne? Das Auto. Inklusive seines Kaliber 5 Geschützes. Oh, okay. War das auch drauf? Nicht gesehen. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Das heißt für mich, ich musste den Humvee erledigen. Irgendwie. Keine Ahnung. Oder entführen. Das wäre geil. Ellie am MG und ich fahr das Ding. Oder umgekehrt. Federal Disaster. Achso, und Response. Okay, ja, klar. Notfall. Dingens. Ministerium, Gedings. Katastrophenschutz. Jetzt hab ich's. Okay, jetzt hab ich so viele. Oh, jetzt hab ich so viel. Oh. Das tut dir schon weh hier. Und alles habe ich hier schon gemacht, ne? Na, den hier könnte ich machen. Okay. Toll, jetzt habe ich meine ganze Pamphletmunition liegen. Liegt hier, ne? Hätte ich das eben benutzt. Oh, cool. Heilung. Kommt mir sehr gelegen. Da ist eine Tür. Hier ist eine nette Palette. Schere. Das war schon wieder hier. Okay. Abgesperrt. Echt jetzt? Ah, Messer benutzen. Ja, okay, komm. Na bitte. Da kannst du irgendwas holen jetzt da hinten? Nee, oder? Da war nur Verbandzeug war hier, ne? Mehr, und Pamphletmunition. Okay. Ah, ich könnte mal gucken, ob ich was mit diesen, Dingern da upgraden kann, oder? Die ich die ganze Zeit einsammle. Wow, 50. Krass. Wie mache ich das hier irgendwo, ne? Hier oben. Ich habe 65. Ich habe, Messermeister habe ich schon einmal gemacht. Bei Verwendung eines Messers, um dich aus dem, wird nur ein Messer. Achso. Oh, ist hilfreich. Schwankende Waffe verringert die Waffenabweichung. Das schon, ich glaube, das ist cool, oder? Das hole ich, glaube ich. Mache ich auch. Komm, ich mache das einfach. Ja. Okay, und dafür brauche ich, Achso, dann kann ich auch noch machen. Okay. Jetzt kann ich das Ding holen. Das sieht doch gut aus jetzt. Habe ich nicht immer noch ein bisschen Duct Tape gehabt? Habe ich eingesammelt, oder? Ah ne, das war das Ding hier war das. Okay, alles klar. Okay, das war ja super, das da jetzt. Wieder einiges hier. Ich habe jetzt ganz viel Pamphletenmunition. Ich bin wieder geheilt und so. Alles klar. Hier, komm her, Ellie. Kann so weitergehen quasi. Ohne kein Absturz. Okay. Kein Absturz. Ich möchte es erwähnen. Wobei man immer leise sein muss, ne? Aber. Na bitte! Anscheinend geht's jetzt. Hoffentlich. Okay, kletter da hoch. Ich komme nach. Ja. Vielleicht. Achso. So, was ist hier los? X ansehen. Fast da. Oh ja, das hat auch schon ein Star Wars X-Wing-Pilot gesagt, ne? Und er hat es nicht geschafft. Aber er war fast da. Er war fast da. Okay. Guck mal hier. Oh, Militärschule. Holy shit, kann man da rein? Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Okay. Da was im Ecken vielleicht. Hier irgendwas im Ecken. Kann man sich gut verstecken. Nö. Okay. Ich mach ganz viel Werbung für den Film hier, ha? Huh? Da ist noch eins. Was meinten die? Das Ding hier. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen. Kurz vor dem Ausbruch. Echt jetzt? Ach ja? War cool? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt?
Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Okay. Was heißt A? Man weiß es nicht. Okay. Wenn ich A drücke, passiert mal nichts, ne? Ich kann nur E drücken. Weiß das was mit dem A und mit dem Zeichen rechts? Muss man irgendwas da machen? Ich hoffe nicht. Tschüss, dann nehme ich nicht was. Oh. Ah, das ganze Zeug hier. Okay. Gehen wir durch die Gasse. Oh. Geschossen. Verdammte Truck. Schon gut. Ach, das ist der Humvee ist das. Nein. Das ist das Ding, ja. Bedeutet nichts. Okay, sehr gut. Dann habe ich auch keine. Okay. Aber hier ist irgendwas. Ich höre da was hier. Die reden über Bacon. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Wann machst du mehr? Ah ja. Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Wo ist denn der andere, der da retten lassen soll? Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit. Ja, ich glaube, ich muss gleich einen Stein werfen oder so, ne? Ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Bacon, Mann. Klar schmeckt das gut. Also mein Plan, ich schmeiß einfach da vorne hin einfach einen Stein oder was, was ich da hab. Und dann warte ich, bis einer kommt und den, ne? Schon klar. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss jetzt, so machen, ne? So. Da mache ich so. Da kommt einer da raus und den bringe ich um. Ist das cool? Kann man das so machen? Nee, musst du noch Wäsche zusammenlegen. Der Trockner war fertig. Das kenne ich, das Problem. Außer, dass ich keinen Trockner habe. Aber, ja. Machen Sie es so. Aber dann. Ah, das war schlecht, oder? Schnapp ihn! Aber der Schuss war gut. Hohoho! Ja, womit schießen die da auf uns? Deine Art Geschützturm. Bleib unten! Kann ich den Schützen töten? Nö, ne? Da ist keiner drauf. Nö. Okay. Dann brauche ich die Waffe auch nicht. Dann kann ich mir eine andere Waffe holen. Kann der nicht hierher kommen oder was, das Auto? Okay, da ist es. Okay. So geht's nicht, ne? Das wäre zu einfach gewesen, oder? Oh, Scheiße, der sieht mich so. Das war knapp. Ich gehe, glaube ich, lieber außen rum. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter, ne? Schätze ich mal. Ah, sieht nicht so aus. Okay. Okay. Da steht er wahrscheinlich, ne? Also da komme ich gar nicht an das Auto, ne? Der Geschützturm vorne ist gepanzert. Okay. Das kann ich wohl vergessen.
So, okay, jetzt kann ich da rüberschleichen. Und dann? Dann schauen wir mal, oder wie? Ich hab dich erschossen. Also schon, aber nicht nur ich. Okay. Hält das Ding noch Zeit lang? Wäre cool. Das ist gefährlich hier, habe ich das Gefühl. Oh, 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 oh. Er darf nicht weg. Er ist hier drüben. Ganz schön bösartig, ne? Ah, ich habe Rauchgranaten. Habe ich ganz vergessen. Warte, ich speichere mal ab. Aber ich habe ja Rauchgranaten. Warum denke ich da nicht dran? Ah, natürlich. Der kann nicht auf mich schießen, wenn er nichts sieht. Das ist doch logisch. Aber sind die doch da, genau aus diesem Grund. Ich sag es ja, wird rough. Erinnert dich an Better Brothers, wie man einen Panzer knackt. Es gibt natürlich mehr Arten, Panzer zu knacken. Ist ja kein Panzer, ist ein Humvee, ne? Gepanzert, okay. Haftbomben zum Beispiel. Oder gut, wenn er Ketten hat, ne? Ansonsten Geschütz verstopfen. Granate in ein Loch reinstecken und weglaufen. Aber ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, das Ding kaputt zu machen. Ne? Ich wollte eigentlich nur dran vorbei. Ich werfe jetzt mal ein Grenado. Und dann, wieder hin, weil mich nicht mehr sieht. Am besten raus, ne, oder? Scheiße, oh Scheiße. Okay, kam unerwartet jetzt. Da drüben. Okay, der kam jetzt bösartig. Der Schuss. Oh Scheiße. Wo kommt der denn her? Ich bin gerade ein bisschen unter Strom, ne? Ich habe gerade ein bisschen Adrenalin, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, es kann hier irgendwo überall einer hier hinter einer Ecke stehen. Granate in ein Loch reinstecken. Ah ja, du weißt, irgendwie ein Fenster oben in die Luke, in so ein Loch, damit die Insassen Spaß haben, weißt du? Das meine ich damit. Ja, 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 ja. Okay. Okay, habe ich verlaufen? Ah ne, da geht's auch noch raus jetzt. Da geht's höher. Ja, super geil. Kann mich den Helikopter abholen. Oder was? Das ist der einzige Weg, ne? Ja, ja, verstanden. Ja, wirklich. Haha! Ich glaube, sie sind weg. Ey, ist auch geil, oder? Hab ich gut gelöst hier. Wenn das gelöst ist, dann habe ich es gut gelöst. Oder hätte ich müssen das Ding kaputt machen? Ich wusste gar nicht, wie ich das kaputt machen soll. Da geht er rein. Ja, 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 ja. Aber ich habe das Gefühl, das Ding kommt bestimmt wieder. Ich bin's nicht los.
Ich warte drauf, dass, dass Ada mir einen Raketenwerfer zuschmeißt. Ja. Es gibt wie immer mehrere Lösungswege. Ja. Aber jetzt war ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, von der militärischen Strategie, ne, muss man, ist dafür eine Rauchgranate da, ne? Ist immer gut gegen MG-Stellungen oder sonstigen, ne, so, ne? Rauchgranate, finito. Dafür ist er da, dafür werbe ich sie gern, ne? Okay. Du hast alles dabei, was du brauchst. Okay. Oh Mist. Hätte ich den auch kaputt machen können, oder was? Ist okay. Sie sehen uns nicht. Du darfst dich ruhig spoilern. Du brauchst mir nicht sagen, wie du ihn kaputt machst. Nur, hätte ich ihn kaputt machen können? Ja oder nein? Das ist das Einzige. Oh, 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 oh. Ah, jetzt ist es nicht gut. Okay. Verdammt! John! Warte, warte! John! Das ist kein Böser, ne? Oder? Da! Lass ihn in Ruhe! Ach, das ist die Kiste, okay. Ganz ruhig. Ich erinnere mich an die Serie. Jetzt nicht schießen. Da gab's auch. Ist okay. Das ist ja nicht so. Ah, ja, okay. Nimm sie runter. Okay. Dann frage ich mich, wie hätte ich denn das gemacht? Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Ich muss gucken, falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich habe keine Zeit zu bluten. Ich bin Henry. Also, ich hab das Zaunpfeil, oder? Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Jetzt muss ich gucken, wie hätte ich denn das gemacht? Also ich habe dabei... Vorhin. Grenado, Rauchgranate. Ja, vielleicht mit einem Molotow-Cocktail oder was. Dass ich wo kommt ihr her? In Brand gesetzt hätte. Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Aber unwahrscheinlich. Da unten soll es ja total übel sein. Ja, okay. Das ist die Frage, ob ich die Chance wiederbekomme, ne? Weil dann würde ich es nicht wissen. Aber wenn ich die Chance nicht wiederbekomme, dann kannst du mir ruhig sagen, wie, ne? Dann hätte ich keinen... Ja, okay. Ja. Wusste ich auch nicht, dass man die Ding kaputt machen kann. Ah, siehst du? Rekord ist der Einzige. Die Frage ist ja auch, ich meine, ich bin ja Resident Evil Spieler, ja? Der Resident Evil Spieler, da fragt er immer, muss ich den töten? Kann ich den nicht stehen lassen? Sondern nur Verschwendung von militärischen Ressourcen, weißt du? Insofern wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, den Ding kaputt zu machen, weil, warum? Ne? Der Aufwand, Nutzenfaktor, obwohl Nutzen ist natürlich geil, ne? Aber Aufwand wäre vielleicht dir schon sehr gefährlich, ne? Okay. Und jetzt? Verbesserter Radius von Brandbomben, okay. Molotovs verbessert. Vielleicht jetzt. Ah ne, jetzt ist dann nur der Radius größer. Okay, alles klar. Ah, Teile! Sehr gut. Ich freue mich. Ah, noch mehr. Was ist denn das? Sprengmittel. Moment, ich habe Sprengmittel verbraucht. Ich habe bestimmt Sprengmittel auffüllen. Ja, hier zum Beispiel. Zack, rein, komm. Wusste ich auch nicht. Damit wäre es gegangen. Also mit den Molotovs oder was? Ah, gut zu wissen, ja. Vielleicht versuche ich das nächste Mal. Falls ich die Chance aber noch einmal bekomme, falls das Auto nicht weg ist, versuche ich es mal wieder. Sollte ich die Gelegenheit bekommen. Was ich eigentlich glauben würde, ne? Weil es ist ja nicht weg, ne? Hello. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Okay.
Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Hier gibt's doch schon was. Hier. In dem Zimmer 201. Ah, ist verschlossen. Na komm, Mann, ist ja kaputt. Na bitte. Bingo. Bingo. Oh, geil. Oh. Ah, ich liebe diese Türen, die abgeschlossen sind. Da gibt's immer so viel Zeug hier. Oh, Spiegel. Krass. Oh, es gibt immer so viel Zeug hier, ne? Saugut. Ach, oh, noch mehr Zeug. Was ist das? What is it? Ein Comic. Das würde Ellie gefallen. Oh, Wendolin. So far, the little spaceship device has kept the... Okay. Alles klar. Soll ich das Ellie geben, oder was? Oder geht das automatisch? Moment, da kann man was bauen vielleicht. Ein Messer zum Beispiel. Alles klar. Aber das war nicht das, was ich gebraucht habe, ne? Nee. Da ist noch was. Messer. So, Eddie, ich habe einen Comic für dich. Bitteschön. Ah, geht nicht. Okay. Habe ich alles. Na, Küche noch hier. Ganz vergessen. Okay. Und wieder voll geheilt, ne? Sau gut. Ah, super, super Zimmer hier. Okay. Ich komme. Ganz hübsch dort. Ah, nicht sicher, aber eigentlich, wenn man vergleichsweise, würde ich sagen, ja, das stimmt. Okay, let's go. Looking for roommate, okay. Aha. Halt, halt. Seid alle mal leise. Da kommt das Auto wieder. Weg von den Fenstern. Alter, ich erinnere mich falsch. Mann, ich werde echt alt. Truck. Nein. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Moment. Sam, passieren. Was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Hä? Sag sie mir. Massen. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Echt jetzt? Jetzt komm. Ich werde echt alt. Nein, Leon hat mir gesagt, man kann den Panzerwagen nicht zerstören. Achso. Nicht weit. Ah, okay. Hätte sein können, ne? Wäre auch cool gewesen. Es gibt ja so Spiele, da kannst du irgendwelche Gegner vermeintlich... genau, bei Resident Evil 3 zum Beispiel, ne? Der Nemesis. Der ist verdammt schwer kaputt zu bekommen, ne? Und eigentlich sollte man eigentlich weglaufen von dem. Aber wenn du deine ganze Munition aufwendest, um den kaputt zu machen, dann kriegst du halt einen Bonus, ne? Dann lässt der einen Koffer fallen mit irgendwelchen Special-Waffenteilen und so, ne? Und der nervt halt später nicht mehr. Also nicht mehr so oft so. Und, Shit. Ja, ne? Ellie, hätte auch hier sein gefunden. Na klar. Nichts. Sam, da oben war wohl jemand, aber sie sind weg. Okay. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten nochmal alles absuchen. Ich speichere es mal ab. Überschreiben. Suchen. Okay. Sicher gehen, dass da nichts ist. Was mache ich jetzt? Okay. Da drüben umsehen. Ich warte, bis ihr aufgehört habt zu labern. Der hat der Blood Shield, ne? Der kann ruhig da stehen bleiben. Den sieht da keiner. So, jetzt kommt der auf uns zu. Es sind drei sind's. Alle drei zusammen. Also ich sehe mich im ersten Stock stehen und Mollys werfen. Und das Ding brennt auch, aber wahrscheinlich hat es da nicht funktioniert. Ah, okay, okay. Okay. Hätte ja, ist eine gute Methode. Ich gehe jetzt mal einfach nach rechts rüber. Ich hoffe, hier bin ich ein bisschen abgeschottet, oder? Ein bisschen. So, da ist ein Typ. So, da ist ein Typ und rechts ist wahrscheinlich einer drin. Wenn ich jemand ablenke. Wie sollte ich das anstellen? Ich warte auf den rechten Typ, oder? Ich warte auf den rechten Typ. Oder ich gehe jetzt, weil jetzt ist keiner, der mich anguckt. Naja, zu spät.
Dann warte ich, bis der nach rechts geht. Da kommt der andere Typ. Der ist hin im Raum. Okay. Okay, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Du bist tot. Das war einfach nur schlecht. Hä? Das ist ja mein Kollege, ne? Okay. Das geht ja noch. Ist okay. Das war ein Schuss, oder? Das war ein Schuss hier. Das war's. Okay. Nicht schlecht, Alter. So sieht's aus, mein Freund. War okay. Der Plan muss ja nicht immer so funktionieren, ne? wie man sich das vorstellt. Ne? Es geht ja auch so. Hier auf den Truck. Man muss nur gut improvisieren können, sag ich jetzt mal. Dann passt das. Alter! Brutal? Das Spiel ist brutal. Da liegt noch ein Guayna, ne? Aber der hat nichts dabei. Vielleicht hinter der Sackgasse noch irgendwas. Liegt da was in der Sackgasse? Irgendwas Tolles, Spezielles? Nee, natürlich nicht. Okay. Hätte das sein können. Ich kenne ja die Spieleprogrammierer, ne? Ich weiß ja, wie die ticken. Da war nichts mehr. Hier vielleicht. Ja, aber ist voll. Okay. Van? Nix. Sackgasse. Nix. Okay. Okay, nur sicher sein. Was war das für ein Geräusch? Okay. Nachladen. So, wo bin ich eigentlich hinten? Nach oben hin. Die sind ja hingekommen, bitteschön. War da hochgeklettert, oder was? Ah, okay. Hab's gecheckt. Wo sind Ellie? Da drüben! Noch mehr! Oh je, oh je, oh je. Ah, nicht aufstehen. Oh, Schießgewehr brauche ich dafür. Dafür wirst du bezahlen. Das ist nicht richtig. Schieß doch. Schieß doch. Okay, jetzt hast du verkackt. Hätte er nicht machen dürfen jetzt. Sich nach unten bewegen. Okay. Ah, das war mal. Okay. Bis jetzt läuft, oder? Bis jetzt läuft. Oh, ey, das sieht so bösartig aus. Guck das mal an. Brutalste. Bringt mir jemand einen Tee? Würde ich sehr gerne machen, das ist complicated. Du hast ja keine Ahnung. Ich war ja 2 Wochen lang krank, so wie du jetzt. Ich hab null Bock auf Kaffee gehabt. Null. Ich habe von morgens bis abends nur Tee getrunken. Ne? Ich konnte keinen Kaffee sehen. Ich konnte diesen Geschmack. Wirklich sicher? So nah bei Ihnen? Immer nur Tee getrunken. Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Moment, ich muss gerade mal gucken, ob es hier irgendwas zu plündern gibt. Hier zum Beispiel. Eine Marke. Geht mir genauso. Ist so, oder? Da hat man absolut null Bock auf Kaffee. Oder Cappuccino oder sonst irgendwas. Bäh. Das sind echt eklig. Aber Tee geht echt gut dann, ne? Ich persönlich bin ja nicht sehr große Teetrinker. Ich habe jetzt nichts dagegen, ne? Aber ich trinke eigentlich sehr selten Tee. Aber wenn ich krank bin oder so, und dann ist es echt gut. Der ist da reingegangen, ne? Okay. Ist hier noch was? Hier, nö, ne? Okay. Geht mir genauso, ja. Ich kenne das. Du hast mir ins Gesicht geschossen. Ja, Jules. So. Jetzt brauchen wir die Cleaner. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so? Oh, du bist auch 14, so. Beinahe. Okay. Wirklich?
Okay. Wird vorbeikommen, aber ich bin selbst im Arsch. Hab mit gestern in den letzten 6 Tagen 2200 Kilometer Autofahren hinter mir. Bin erschöpft. Ich kann's verstehen, ne? Mir hat von der kurzen Strecke gestern schon der Arsch geblutet, ne? Das war schon hart im Nehmen, ey. Du hast hier 2200 Kilometer. Das ist schon heftig. Oh, ich hab was zum Lesen hier. Okay. Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus einer Gruppe diese Familie getötet hatten, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte. Und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen. Okay, um ihre Vorräte. Das ist schon übel. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als 2 Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Genau, das ist korrekt. Kein Recht, das zu verlangen. Dass dies nichts sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren. Alter, ist schon übel. Puh, die wurden also gezwungen zu jagen, ey. Das ist ja übelst. Das ist übelst. Ja. Ey, die haben aber, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Die haben jetzt hier so ein Büro eingerichtet, ne? Hier mit Zeichenbrett und hier so eine Art Großraumbüro mehr oder weniger. Wie viele Details die das irgendwie ausgearbeitet haben? Sogar hier die abgehangene Decke hier. Und was hier auf dem Schreibtisch liegt und so, ist der Wahnsinn, oder? Na, ich finde das schon Wahnsinn. Also es gibt bestimmt genug Spieler, die gucken sich das gar nicht an, ne? Beziehungsweise die laufen da dran vorbei. Das ist ein Architekturbüro hier, ne? Mit den Skizzen und so. Solche Details einzuarbeiten, das ist der Wahnsinn. Krass. Und dann machen sie es noch alles so ein bisschen, also zerstört halt, ne? So ein bisschen auf verwahrlost und kaputt alles. Das musst du ja auch erstmal machen. Ne? Weil so ein Grafik, wenn es sowas irgendwie reinsetzt, da baut sich ein ganzer Schrank. Ein nicht kaputter Schrank ist einfacher zu modellieren als ein kaputter Schrank, ne? Und hier ist alles am Arsch. Krass, also ich finde das schon bemerkenswert. Und das geht dann das geht die ganze Zeit so, ne? Im ganzen Spiel. Krass. Und hier liegt sogar hier Modelle vom Häuschen hier. Da ist so detailliert alles. Krass. Willkommen in meinem Schloss. Ich bin echt beeindruckt, ja. Steckt viel Liebe drin, aber echt. Da wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Da waren gute Designer. In Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? An der Arbeit. Nein. Muss man sagen. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Immersion, ja. Sieh dir das mal an. Immersion ist halt, muss erstmal gestaltet werden, ne? Muss erstmal geschaffen werden. Diese verdammten Arschlöcher. Ich sage nur. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Moment. Machen die Scheißbrücke. An dem aber ich in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das wird rough, glaube ich. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Das wird rough. Wow. Ich kann es gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Ist okay. Wir suchen auch nach den Fireflies. Wieso so aggro? Hier
Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Mhm. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Okay. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Okay. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleibt nah bei mir, okay? Was ich sagen wollte, ist, dass so eine Immersion herzustellen ist, ist halt nicht einfach. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ich meine, wenn du ein Programmierteam hast, ein Programmierer hast, Game Designer hast, den sagst du, ich hätte gern da ein Großraumbüro, Ingenieurwesen, mach mal hier. Ne? Und da sagst du zu dem, du hast einen Tag Zeit. Oder du sagst dem, du hast eine Woche Zeit. Je nachdem, wie viel Programmierer du hast. Ne? Und dann ist fragwürdig, oder wie das Resultat aussieht danach, ne? Und je nachdem, wie lange du Zeit hast dafür und welche Programmierer du da sitzen hast, dann wird es halt schön oder nicht schön. Ne? Siehe Lord of the Rings Gollum. Ja? Guck dir da mal die Spielwelt an. Ja? Und dann denkst du dir, okay, statt eine glatte Textur als Wand zu benutzen, hätte man vielleicht ein paar Details einarbeiten können. Ne? Dann ist die Frage natürlich, wie viel Zeit hatten die gehabt? Wie viele Programmierer waren das gewesen? Ne? Und hier sieht es so aus, als hätten sie hier alles richtig gemacht. Ne? Als säßen die richtigen Leute hinter den richtigen Schreibtischen und hätten die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ja. Das ist halt nicht immer so. Naja, genau, Immersion ist schwierig, aber mit Details geht's besser, ja. Ich hab immer Angst, dass. Was heißt Angst? Ist mir wurscht, ne? Aber dass die meisten Leute, die sehen das gar nicht so, oder? Die klar, so unterbewusst kriegen die mit, wenn sie hier zu durchrennen, einfach so. Ne, dass es geil aussieht, aber die nehmen die Details halt nicht so wahr. Bewusst, sag ich jetzt mal, ne? Aber mir fällt sowas immer bewusst auf, halt. Ne, und ich, weil, jetzt kommen wir wieder zum Thema, Kord. Weil ich aus der Ära eines Pong komme, so wie du auch. Ne? Vielleicht fällt mir das deshalb so auf. Vielleicht. Denk mal drüber nach. Cool, guck mal, hier haben sie eine Brücke geplant. Da siehst du ja so Dinge halt, ne? Krass. Gefällt mir. Okay. Wir haben Preise gewonnen. Was haben wir hier? Complex of the Year. Guck mal, die haben sogar einen Preis gewonnen, weil sie irgendein Gebäude gebaut haben, ne? Alter, ist doch genial. Brutals genial, ey. Okay, ich bin da, ja. Warte, ich geh runter, da muss ich hochgehen. Weil oben gibt's dann bestimmt hier... Was zu plündern. Nein, gibt's nichts. Ich achte immer auf sowas. Auch immer auf sowas. Ah, das finde ich cool. Das finde ich cool. Das ist gut. Mein Ingenieursbüro. Ja, das hat man gesehen. Sau gut, ey. Okay, jetzt gleich geht's wahrscheinlich los, ne, hier. Muss ich schleichen? Okay. Ah ja. Wir schleichen uns an sie ran. Kann man hier links vorbei, hey, hier rechts vorbei? Ich komme dir nach. Okay. Nö, hier gibt's nichts. Alles klar. Schleichpassage. Ich speichere mal ab und dann wird hier geschlichen. Hier wird geschlichen, was das Zeug hält, ne? Da kenne ich nichts hier. Ich würde sogar sagen, es ist Far-Out Extreme Schleiching, ne? Deshalb renne ich nicht gern durch die Spiele, immer lieber alles in Ruhe ansehen, ja, genau. Genau. Ich meine, sag mal so, es gibt Spiele, die sind... Haben wir uns? Ne, okay. Die sind halt dafür da, dass man durchrennt und so, ne? Dass man da nicht so viel sehen muss. Aber bei sowas hier finde ich das genial. Okay, schleichen also, okay? Hey. Alles klar? Also einfach die Waffen stecken lassen. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? So durch.
Wir haben Infizierte erlebt. Sanfte Grüße. Darf ich fragen, was es für Extreme gibt? Glaubst du, hey Leon, sie sind noch in der Stadt? Grüß dich. Ja, die sind noch hier. Solange Hank nicht klettern und hangeln muss. Es geht, es ist okay. Ich drehe noch eine Runde. Pass gut auf. Das Klettern und Hangeln, es geht. Du auch. Es geht. Das kommt auch an. Ne? Wie gesagt, Horizon Zero Dawn hat mir halt sau viel Spaß gemacht. Ne? Und dann bei Alter! Und dann bei Jedi Fallen Order war es mir dann wieder zu viel gewesen. Ne? Wo muss ich lang überhaupt? An dem vorbei oder was? Wahrscheinlich, ne? Okay, da gehe ich jetzt an dem vorbei. Habe ich kein Problem mit. Oh ja, jetzt Glück gehabt, würde ich sagen, oder? Hey, geht's gar nicht lang, sehe ich gerade. Haha, ich muss raus. Das war schlecht von mir, oder? Was habe ich verpasst? Hier drüben ist eine Leiche. Zu spät, ne? Verzeihen. Zu spät jetzt, oder? Komm, jetzt noch viele Leute, oder was? Okay. Was habe ich verpasst, Leon? Es ist schwer zu beantworten. Das ist eine gute Frage. Ich wurde von einem Humvee angegriffen. Ich habe ein paar Leute abgemurkst. Eddie hat mir geholfen. Die hat jetzt eine Pistole von mir bekommen. Was denn noch alles? Hier ist niemand. Bei dir? Ja, Tito. Ein Neckbreaker. Das wäre echt ein Neckbreaker, ja, ey. Ohne Witz. Okay, ich fand das schon mal sehr gut, was ich da gemacht habe bis jetzt. War zwar nicht so geplant, muss ich zugeben, aber war cool bis jetzt. Okay. Wir hatten ein Licht hier. Da oben ist ein Licht. Das heißt, ich muss aus dem Lichtkegel bleiben. Ist das korrekt? Hinter mir ist keiner mehr, oder? Okay, da oben ist einer auf dem Zaun. Auf der Barrikade. Da ist ja der Lichtkegel weg ist, jump ich da drüber. Toll, jetzt kommt einer runter. Hier ist niemand, bei dir? Verdammt. Ja, das gleiche. Was soll das denn? Das kommt hierher, oder was? Das muss ich doch alle ausschalten. Ich wollte doch gar keinen ausschalten. Verdammt. Ich hab da irgendwo noch so einen Stein hier im Gepäck, oder? So ein Ding hier. Das macht doch keinen Krach, oder? Ich brauch was Krach macht. Oder geht das auch mit dem Stein? Nicht sicher. Scheiße. Was passiert denn damit, wenn ich das mache? Auf meiner Seite ist nicht! Oh, was ist jetzt passiert mit dem Stein? Hätte ich den jetzt abgeworfen oder was? Kann ich den Stein hinten rüberwerfen? Was so? Ich hab was. Ah ja, gehört. Okay, Gott. Alles cool. Aber es kam von da drüben. Boah! Ah, scheiße. Hohoho, Alter! Hat der den abgeschossen? Übel. Ich denke, da holt ein Messer raus oder so. Die Pistole ist leer, ich wollte es nur gesagt haben. Henry, du musst aufpassen! Bin dabei! Das war nicht so geplant, ne? Aber jetzt die Frage, Oh, bösartig, was soll das? Scheiße. Scheiße, das war nicht so geplant, ey. Verdammt. Los, Deckung! Okay. Du bist tot, Arschloch! Unwahrscheinlich. Und segeln! Du
Hau immer zu lang. Okay. Das war nicht der Plan gewesen, ey. Das war nicht der Plan. Okay. Geschafft. Aber ich bin fast tot. Ich muss mich heilen. Wie geht das nochmal? Benutzen. Wie geht denn das nochmal? Ah, so. Okay. Okay, ist klar. Mann, das war jetzt nicht so geplant. Ich wollte auch hier Sneaky Ninja-Style machen. Ripley Ninja. Verdammt. Du weißt nicht, ob man das Sneaky machen konnte. Bestimmt, oder? Leon, was meinen die anderen? Geht auch. Kann man den Strahler ausschießen? Ah, okay, ja, ich hab. Ja, das war auch meine Intention. Ja. Die hab ich auch genervt. Okay, ich kann jetzt, glaube ich, aufstehen, ne? Das kann man bestimmt Sneaky machen, oder? Der hat doch gesagt, der wollte das Sneaky machen, oder? Hätte garantiert. Obwohl, man muss da durch, oder wie? Achso, man muss da durch. Ah, okay, das ist die Frage jetzt, ne? Hat keiner was dabei gehabt von denen, oder was? Echt jetzt? Ja, auch nicht. War doch hier. Da muss man genau gucken hier. War drin auch nicht. Auch noch was. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Okay. Aber ich muss echt sagen, wenn man das Waffen ziehen und so, wenn man also diese Mechanik mit Waffen wechseln, wenn die jetzt, wenn man das jetzt mal wegdenkt, ist das, wie heißt denn das? Das Kampfverhalten quasi, Kampf-Gameplay, ist geil gemacht. Hat ein super geiles Waffenfeedback. Und Körperteil Trefferzonen perfekt ausgearbeitet anscheinend. Also ist schon geil. Macht Spaß. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bau in Halfter. Bereit? Ja, ich muss erstmal eine Werkbank haben, oder? Oh nein. Mist, los. Oh shit, das ist das Ding. Los! Da war das Ding schon wieder. Okay. Halt. Hey, sie sind hier drüben! Oh nein. Erledigt. Wie ist die Waffe? Achso, es ist schon. Los, kommt schon. Okay. Jetzt hab ich extra das Gewehr ausgepackt hier. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Stay sharp. Geht's da durch jetzt oder was? Nö. Hallo, hochklettern. Okay, schau mal nach. Das ist mein nächstes Ziel. Ich baue nichts anderes, bis ich ein bisschen Halfter habe. Ne? Das ist jetzt mein Ziel. Erstmal ein Halfter und dann das nächste. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Los geht's. Ist so. Das macht schon Sinn bei mir, ne? Komm schon. Oh, shoot. Ich wollte gerade was suchen. Schneller. Stopp hier. Ellie, hallo? Es tut mir leid. Alles klar, tschüss. Ja, was? Was soll der Schwachsinn? Hey! Dein Problem steht weiter, aber es wird besser. Ja, ist schon klar. Was mache ich denn jetzt? Ich lasse dich gefangen nehmen, oder? Wir bleiben zusammen. Echt jetzt? Ellie? Das Wahnsinns oder was? Okay, das hab ich jetzt ein bisschen. Los, rein ins Gebäude, mach mal! Die schießt auf mich, ne? Alter, das hätte ich jetzt ein bisschen. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Ist sie wieder runtergesprungen, ey. Krass. Okay. Was ist denn da los? Wir haben sie gefunden. Das war ja wohl genial. Also, was heißt genial, aber. Vielleicht kommen sie hier lang. Die lässt sie nicht im Stich, ne? Krass. Okay, was habe ich für eine Waffe hier gemacht? Hier? Was habe ich denn hier für eine. Genau so rum. Und dann, jetzt sind sie zu zweit. Warte mal, wie kann ich denn die Waffe, Nein! Ja. Diese Waffenwechsel, ne? Das ist so scheiße, ey. Verdammt nochmal! Ja. Wow. Schnapp! Ja.
Das ärgert mich sowas, ne? Das ärgert mich wie Sau sowas. Mit dem scheiß Waffen wechseln. Ich brauch Deckung! Okay. Ich wollte das gar nicht, ne? Hallo? Da ist ein Fuß da unten, ne? Da ist ein Fuß. Hat nicht funktioniert. Gib mir Deckung! Hä? Hallo? Ah, da war er wieder. Dummheit und Mut liegt nah beieinander. Ellie gleich mutig, gleich lebensmüde. Wird Zeit für einen Cocktail. Ja, es ist. Er darf nicht entkommen! Okay. Das war kein guter Schuss. Oh shit, er ist da drüben! Hinter den Tischen! Oh, guter Schuss. Guter Schuss. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Da passiert nichts, ne? Du musst aufpassen! Was ist los mit dir, du feige Sau? Hallo! Guten Tag, ich bin's. Okay. Mal sehen, was wir ergattern. Ja, Leon! Ich bin einfach eine ruhige Sorte hier. Danke, Joel. Ne, es ist, glaube ich, falsche Adjektiv. Aber ich kann dir ja auch ein bisschen Zeit lassen dabei, ne? Es muss ja nicht dir immer hier, ne? Naja, passt schon. Okay, da gibt's was hinter der Bar. Hier zum Beispiel. Ah ja. Hinweis. Nein, auch kein Hinweis. Ich bin gerade am Looten. Spiel. Ich loote gerade. Aha, kann ich was verschieben? Okay. Hier gibt es nichts anscheinend. Okay, da verschiebe ich was. Aber wohin? Ich verschiebe etwas. Wohin? Ich will da hoch wahrscheinlich, oder? Nee, will ich nicht. Okay, jetzt brauche ich einen Hinweis. Verschieb das Ding, da bekommt. Hier platzt gleich der Schädel eine ganz neue Bedeutung. Ja, ah, der war nicht schlecht. Der war gut. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich verschiebe das Ding einfach mal, ne? Wird schon was hin. Vielleicht muss er da rauf, oder wie? Oder ich muss die Tür frei machen. Ne, ich glaube ich nicht, ne? Doch, ich muss die Tür frei machen. Das war's. Gut, krieg ich wieder durch. Okay. Verdammt, los! Wir entwischen noch! Was muss ich jetzt machen? Da! Sie rennen zur Brücke! Los! Jetzt lauf! Verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen! Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen! Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Hä? Was soll er machen? Mist! Was soll er machen? Du hältst mich oben! Ellie! Keine Diskussion! Ellie! Ja, was sonst? Ja, was denn sonst? Ja, was sonst? Ich hab dich.
Autsch. Okay, die Strömung war doch ein bisschen stark. Aber was sonst, ne? Das ist die Frage. Du hast 3 Sekunden Zeit zu entscheiden. Was machst du? Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Huh? Alles klar. Es geht ihm gut. Okay, das war jetzt. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey. Er ist sauer, aber er wird uns nicht Bist zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Das stimmt, ja. Und mich auch, Joel. Ja, das stimmt. Wir wären ertrunken. Das ja, hätten sie nicht machen müssen. Ist okay? Das ist schon gut, ich bin okay. Das heißt danke, bei, wenn man das übersetzt von Joelanisch auf normal. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Ja, das ist anscheinend ein korrekter Typ, ne? Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Er ist quasi wahrscheinlich in derselben Lage okay, wie ich. Okay, da ne? gibt's tonnenweise Zeug. Oder wie wir, besser gesagt. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Quasi dieselbe Lage. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Cool. Das war heftig. Die Skyline hier. Alles klar? Ja, ja. Alles cool. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ist sehr korrekt. Ja, würde ich auch sagen. Cooler Typ. Brauchst du ihn? Ja, tue ich. Hey, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut, okay? Oh, hier ist Zeug. Kann ich was bauen? Ah ja, klar. Vertrau mir in der Sache, Sam. Okay? Klar. Okay. Boah, das ist ein Schiffer. Schiff hey, hier. Vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Ja, aber Moment mal, wo sind die denn jetzt hin? Warten die auf mich oder, ah, egal, ich geh jetzt erst im Boot. Ja, ich komme hier schon. Ach, sie kommen da lang. Gibt's da irgendwas? Augen offen halten! Ich komme nicht. Okay. Ey, Cord, ne? Ist ohne Witz, Cord. Ich wollte mir gestern noch die Titanen-Reihe angucken, ne? Die beiden Filme. Ohne Witz jetzt. Ich wollte beide gucken. Und genau das ist der Film, den ich vergessen habe. Ah, das war geil. Muss ich lachen. Das war witzig. Wow, geile Grafikeffekte hier. Also geile Schatten, Spiegelungseffekte. Krass. Ich bin immer noch überwältigt. Krass. War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Ja, ein bisschen. Eins nach dem anderen. Jetzt mal ohne Witz, das Spiel hat ja auch noch eine super geile deutsche Lokalisierung, oder? Synchro und alles, ist ja super. Oh, das nächste Comic. Ja, wie kann ich die denn... Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Wie kann ich die denn geben? Achso. Okay. Ah ja. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Ich habe keine Vorräte mehr. Dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Was kann schon schief gehen? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Okay. Schwarzer Moor. Wir lieben ihn. Wo ist der Skelett? Skeletttyp? Ist nicht da. Wurde schon aufgefressen oder so. Okay. Oder ist er unter Deck? Kann auch sein. Was gibt's hier Schönes? Ellie, was gefunden? Raketenwerfer zum Beispiel. Wäre cool. Das ist der Laderaum hier, oder was? Okay. Da gibt's ja gar nichts. Okay. Da ist was zum Looten. Achso. Ah! Munition immer gut.
Hier ist Endstation. Okay. Dann wieder zurück, oder wie? Okay. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Na, dachte ich auch. Ja, hätte ich fast. Ja, ja. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Und die Autoren waren klasse. Da hast du recht. Sowas zwischenmenschliche Kommunikation hatten früher angeht. Alle Boote? Oder so ähnlich. Klar, die meisten ich Menschen eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Jetzt meinst du heute oder meinst du gestern? Sarkasmus. Ja, ich hey, Ali! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Okay. Ich glaube aber, die Autoren und die Zeichner sind froh, oder? Wenn sie interessierte Leute haben, mit denen sie reden können. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Was meint ihr jetzt? Hier aufmachen oder was? Oder wie? Hilf mir mal damit. Ah, okay. Okay. Okay, zusammen. Na los. Packen wir es. Okay, kommt Kinder, los. Wäre eine geile Trophäe, Schädelstampfer. Na gut, auf geht's. Nicht sicher. Du bist dran. Okay. It's your turn. Okay. Hol die Lampen raus. Sam, bleib hier. Ich weiß. Endlich hast du es begriffen. Schön Kanal hier. Sehr schön. Hola. Joel, wohin genau? Wir sollten uns hier umsehen. Wohin genau? Wir gehen hier lang. Wohin genau? Mir gefällt hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Blockiert. Okay. Gibt's da oben irgendeinen Durchgang? Ne, gibt's auch keinen Durchgang. Haha, ich hab schon Durchgang gesehen. Wo sind die anderen jetzt? Hätte ich dem folgen müssen, oder was? Die stehen da jetzt. Hier lang! Na, warte, ne. Ja, Moment, ich muss hier jetzt erstmal was checken hier. Wenn du das aufkriegst, krieche ich durch und mach die Tür auf. Okay. Oh, jetzt eine riesige Ratte. Okay. Dann, okay. Das sind immer die Kinder ausbeuten müssen, ne? Die müssen mal Arbeit erledigen hier. Du bist klein, du passt da rein. Oh ja. Also gut gemacht. Gibt's hier Ausrüstung vielleicht wieder? Ich brauche Ausrüstung. Oh, ganz viel hier. Yes, Baby. Du hast 50 Zusätze. Okay, mach ich gleich. Moment. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Oh, schon was zu lesen. Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde, wo man hingeht. Es gibt Infizierte und Nicht-Infizierte, die ich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Hm, okay. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach mal... Ach, das ist ja ich. Das ist der Typ vom Boot. Ich hoffe, ich bin jetzt erstmal ein Kanalmaulwurfmann. Okay. Deshalb habe ich den seine Leiche nicht gefunden, weil der ist hier verreckt. Ja. Probably. Also, das denke ich mal. Er ist schon irgendwie hier verreckt. Jetzt vielleicht auch hinten hier. Ja. Loot. So sieht's aus, ey. Schon mal geiler Loot. Ah, ich wollte ja hier was machen, ne? Ich wollte ja hier diesen hier machen. Also, als nächstes. Heiltempo, Fertigungszeit. Die Fertigungszeit, die interessiert mich gar nicht. Maximale Gesundheit vielleicht. Okay, das vielleicht noch. Okay. Heiltempo. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Also, wenn da maximale Gesundheit. Oder das hier. Damit ich aber noch ein bisschen sparen. Wie viel habe ich denn? Genau 50. Da komm, ich spare noch ein bisschen. Ich habe bisher noch keine. Mit den anderen Stats noch keine Probleme gehabt, ne? Na, pack das Ding da weg. Guck mal, hier wieder Molotow-Cocktail. Damit habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Okay.
Ich bin mal gespannt, ob man den, den Ich findet. Max HP ist echt nice. Ja, ich glaub dir das. Ich glaub dir das. Aber ich habe mit HP eigentlich keine Probleme gehabt bis jetzt. Entweder haben die mich komplett auseinander gerobbt und oder ich hab's normal überlebt, ne? Können wir nicht hier raus? Keine Ahnung. Können wir? Nein, da sind Ventile. Kommen wir nicht hin. Ich stehe mal dran. Ich stehe mal am Rad. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir. Es klappt. Ah, natürlich, Benz. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Ich schwimme mal ein bisschen hier. Wir müssen uns wohl was überlegen. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwo lang. Ich guck mich noch ein bisschen um hier. La 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 la. Da ist was. Ah, irgend so ein Ding habe ich gefunden wieder. Sammelobjekt. Okay. Okay, komme ich da hoch einfach so? Nö. Okay. Das Ding hängt an der Kette, haben sie gesagt. Okay, die Kette. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich muss ich irgendwas machen hier, schätze ich mal. Irgendwo unter so einem Ding tauchen oder so. Irgend so einen Eingang wahrscheinlich finden wieder. Versteckter Eingang. Ausgang, Eingang. Da zum Beispiel. Nö. Joa, ne? Nicht sicher. Nicht sicher. Ich gebe dir jetzt doch nichts, ne? Wahrscheinlich nur diese Münze da. Oder kann man da rein? Nö. Nö, keine Ahnung. Ich guck mich schon mal oben um. Das dritte Mal Werbung, echt jetzt? Twitch, ne? Twitch, Twitch. Stand clear of moving dingens. Was bringt das mir, wenn ich jetzt hier stehe? Was bringt das jetzt? Gar nichts wahrscheinlich. Okay. Eine Kette hat sie gesagt. Eine Kette hat sie gesagt. Da ist eine Kette im Wasser. Die geht da rüber. Also ich folge mal der Kette da. Ihr bleibt da. Bei mir nicht einmal Werbung. Okay, das ist strange, oder? Ah ja, okay, da wo die Kette ist. Das ist schon ein bisschen strange hier. Okay, das war's. Kann ich jetzt kurbeln? Henry, versuch's mal. Ja, versuch's mal. Kurt, du hast ja auch abonniert, oder? Ach, deshalb? Echt jetzt? Okay. Das ist es. Echt jetzt? Dann mal los. Wusste ich gar nicht. Dann kommt keiner mehr. Ja, es geht. Ah, so ein Ding ist das. So. Ich hätte gedacht, die Abonnenten hätten nur... Ich seh mich mal um. Bleib wachsam. Das ist ja nur den Vorteil auch mit diesen Abzeichen und so, ne? Und mit den Smileys, also mit den Icons. Emoticons. Wusste ich gar nicht mit der Werbung. Okay. Ich kann da hoch oder ich kann da rein. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe da rein. Ah. Was ist das für Musik schon wieder? Wieso macht das so... Man weiß nicht. Okay. Die haben auch keine Werbung dann. Okay, gut zu wissen. Das ist, okay. Das wusste ich nicht. Eine Palette. Oh, was macht die Geräusche? Ich hab da kein Geräusch gehört. Och nö. Monster höre ich. Monster höre ich. Schön Monster drin, oder? Da brauche ich denn für eine Waffe dafür? Eine Pamphlete, geht das?
Warum Monster? Da ist Monster hinten dran. Ich höre es schon so. Oh nee. Okay. Oh Scheiße. Sehr unerwartet kam das jetzt. Kann ich das Messer an das Vieh? Okay. Echt jetzt? Warum ist das Licht jetzt geflackert? Echt jetzt? Okay. Klicker. Okay, es war okay jetzt, oder? Gestern habe ich Leute getroffen, schon wieder der Ich wahrscheinlich, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Sie haben Vorräte getauscht. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast. Okay, hat sie geholfen anscheinend. Aber was, wenn sie, wie die anderen sind? Weißt du was? Ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über eine abgetäuschte Witze lacht? Ich. Okay. Die Frage ist natürlich, ist der Ich einer von den Klickern gewesen hier? Das ist die Frage, ne? War einer hier? War einer das? Man weiß es nicht. Ich habe gar kein Messer verloren. Warum das nicht? Achso, ich habe nur Haltbarkeit verloren, ne? Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte zwei Messer weniger. Okay. Warum kriege ich noch? Ist alles cool. Okay, ich hoffe, das habe ich gut gelöst, das hier. Also, die hören mich nicht. Also, ich muss schleichen bei denen. Die sehen mich nicht. So. Die sehen mich nicht, bei denen kann ich schleichen. Okay. Und die anderen Typen, die noch nicht verpilzt sind, die sehen mich aber. Okay. So, ich habe jetzt einen Floß hier am Start. Das heißt, ich kann jetzt hier das Ding zurückbringen. Und dann hier. Und dann, wo immer ich da noch hin muss. Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal. Der war echt kritisch. Der war kritisch. Ich mir Na egal. Los, Ellie. Na also, sehr schlau. Ja, wohin denn jetzt? Da, achso, da rüber, ne? Zum Motor. Okay, ja, warte mal, da lang. Ach, es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Cool? Cool. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Okay. Hier geht gar nichts. Das ist schlecht. Nu? Soll ich drin bleiben? Okay. Ah, so ein Ding ist das. Okay. War ich zu langsam? Hätte ich müssen gerade draufsteigen? Unglaublich, dass es geklappt hat. Oder was? Na, sag's lieber nicht laut. Und nu? Ich bleib da mal hier. Mach's gut. Also, ich kann dir wahrscheinlich da raushelfen, ne? Einfach hier, einfach hinschwimmen. Na los! Ja, ja, ich komm schon. Alles cool. Ellie meint, ihr müsst hier raus, während Joel in der Kühle schwimmen muss. Wir sind schon Profis darin. Ist so. So sieht das aus von hier. Aha. Okay. Weiter geht's. Eine Tür. Okay. Was ist denn damit? Was denn? Wo Leute drin sind? Kann sein. Gehen wir da wirklich rein? Der Ich ist da drin. Der Ich ist da drin. Oh Mist. Oh. Da war eine Falle gewesen. Eine was? Ah. Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Ich kann gar nichts hören. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Die Alarmanlage war noch scharf gewesen. Das heißt, derjenige ist noch da.
Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind. Nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht rumschreien und laut spielen, ins Versteck rennen. Oh ja, das sind gute Regeln. Kann man haben. Okay, Loot. Wow, was ist das denn hier für ein Ballermann? Ein dicker, fetter Ballermann. Echt jetzt. Shorty, neue Waffe. Alter. Krass. Bin ich ja großer Fan. Das hätte ich nicht erwartet. Alter, jetzt fangen die Ich-Witze an. Aber wahrscheinlich ich schon, ne? Wahrscheinlich. Super. Was ist denn hier los? Ja, nicht. Beruhig dich. Ah, guck mal, ich hab was irgendwie erweitert. Sam, stell dich mal darüber. Okay. Verbesserte Radius eingesetzter Sprengstoff. Okay, ah, sehr gut. Sprengstoff ist immer gut. Oh. Bombenradius. Hey, hast du das gesehen? Ja, die haben hier ein Ding ist hier, ein Bolzplatz. Krass. Nice. Wo ist der Ich? Er ist da, zumindest ist er nicht raus. Ja, genau, so meint, das meinte ich, ja. Das meinte ich. Alter. Wird Zeit, dass wir den finden, damit diese Witze aufhören. Was ist hier los? Okay. Ah! Ich hab was vergessen. Bisschen Duct Tape hier. Okay, ich geh weiter. Ich geh weiter. Ach nö! Hörst du das? Infizierte. Psst, leise. Okay. Soll ich abspeichern? Zur Sicherheit oder habe ich ein Autosave gehabt? Ich habe nicht aufgepasst. Oh, ich speichere mal ab. Ich weiß nicht, ob ich ein Autosave hatte. Ja, besser ist das, ne? Speicher mal. Achtung! Oh! Das war die neue Waffe, war das, ne? Guter Schuss, würde ich sagen. Gut abgewartet, Ruhe bewahrt, ja. Abgedrückt. Wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Ich? Bist du es? Wir gehen weiter. Wir das ist auch ein guter Satz. Das ist auch ein sehr grammatikalisch fragwürdiger Satz. Fraglich. Ich bist du es. Da ist der Ich. Hier ist er. Hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Das ist er garantiert, oder? Das ist er garantiert. Find ich noch einen Zettel hier drin. Da, hier ist er. Da ist er. Ich und du, quasi. Da ist ein Zettel. Ich wusste es doch. One-Hit-Wonder. Genau. Da kommt sogar ein Smiley drauf. Also, hallo Susan. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren, ziemlich klug Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Wenn du nicht willst, dass sie nicht wissen, keine Warnung am Rande. Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Ich. Okay. Cool. Na dann. Jawohl! Munition. Das ist ein Regensammler hier quasi, Wassersammler. Und da haben sie hier einen Zapfhahn wie die IBCs, die wir haben im Betrieb, ne? Clever. Kann man haben, ja. Okay. Sau gut. Okay, dann würde ich sagen, ich lade mal nach hier, oder? Wo ist denn die komische Waffe, die ich eben hier, er hier zum Beispiel? Scheint eine gute Waffe zu sein hier, gefällt mir. Scheint eine Menge Wumps zu haben. Oder besser gesagt, wenn ich jetzt unseren Bundeskanzler zitieren darf, ich glaube, die Waffe hat einen Doppelwumms, ne? Ich glaube, die hat einen Doppelwumms. Aber einen ordentlichen. Okay, das ist eine abgesägte Jagdwinde. Ich glaube auch, ne? Deshalb Shorty, ne? Eine kurze quasi. Hier ist eine Tür. Ah, das ist bestimmt einer, der abgeschossen ist. Ach nee, doch nicht. Okay. Wo ist ich? They didn't suffer. Sie haben nicht gelitten. Oder was? Okay.
Ah, das ist das Ding wahrscheinlich hier. Okay. Das sind die Kinder, oder? Ah, bösartig, okay. Und er neben dran. Und das ist der Ich. Der Ich hat hingeschrieben. Nee, der Ich hat sie getötet. Hat hingeschrieben, sie haben nicht gelitten. Und dann hat er sich selber umgebracht. Das ist heftig, ja. Ich schließe gleich. Das ist heftig. Brutal. Okay. Aber ich hab ein Dings da dran. Ist das trotzdem egal? Na egal. Er hat ein Dings gemacht. Er hat der Nebel Thomas Jane Move gemacht. Außer, dass er danach nicht gerettet worden ist. Verdammt. Das ist übel, das da, ja. Boah. Okay, wir lesen es. Dann lesen es wir halt. Ja, guck mal, was da abgeht hier. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die... Ah, Kyle hat das geschrieben. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich das schnell tun. Boah. Also der Ich hat es gar nicht geschafft. Also, vor denen meine ich. Boah, okay. Krass. Himmel. Ja. Übel. Okay. Hast nichts verpasst, Eddie. Hast nichts verpasst. Alles cool. So, weiter geht's da runter, oder was? Ich wollte schon seit einer Viertelstunde eigentlich aufhören, ne? Aber ich habe irgendwie... Das Spiel ist sehr fesselnd, sage ich mal, ne? Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Weg da! Sam! Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Das war nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Das ist seltsam. Ja. Ich weiß. Ach, nö, oder? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Schnell weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Kannst du durchschießen? Kannst du durchschießen? Na gut, das ist egal, ne? Das ist nicht so gut. Okay. Jetzt kann ich. Okay. Die schaffen das. Ja, ich weiß. Jetzt ist es sau spannend, ne? Aber ich höre auf jetzt. Okay, Kleiner. Es ist sau spannend jetzt. Unfassbar. Aber ich höre auf jetzt. Ja. Ich muss noch was essen. Ich habe morgen Frühschicht und es passt soweit. Aber ich kann ja. Ja. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Aber ich glaube, ich werde die Woche ein paar Mal streamen, glaube ich. Frühschicht und so. Und ich habe, glaube ich, nichts vor, großartig. Machen Sie es so. Habe ich was vor, großartig? Ich glaube nicht. Nicht sicher, aber ich glaube nicht. Genau, da kann ich das noch ein paar Mal. Aber es war geil. Das Spiel ist super. Also mir gefällt es, ist ja Wahnsinn. Also ich weiß, warum das jetzt so gute Bewertungen bekommen hat. Ne? Also im eigenen Leib habe ich das erfahren. Und der einzige Manko ist Waffenwechseln, aber ist okay. Komme ich mit klar. Und anscheinend läuft das auch stabil, seit ich hier die Frames reduziert habe. Also, sanfte Grüße. Darf ich fragen, was es für Extreme gibt? Das war mein inneres Blumenpflücken. Natürlich ein Blumenpflücken. Aber okay, no, schreibt mir es complicated. Tut mir leid, aber es geht ja bald weiter. Ich werde ja die Woche wieder ein bisschen was machen können. Ne? Ich war letzte Woche habe ich nicht gemacht, weil ich ja noch ein bisschen am Kränkeln war und so. Aber jetzt geht's wieder los quasi, ne? Alles klar. Dann wünsche ich einen schönen Abend, schönen Sonntagabend und Miss Complicated eine gute Besserung. Gute Besserung wünsche ich dir, dass du schnell wieder gesund bist und so, ne? Und da sieht man sich vielleicht wieder auf der Arbeit und so. Ja, auf jeden Fall, Cord und Leon, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und mach's gut und ich würde sagen, ein schönes Wochenende, ne? Aber es ist ja vorbei. Verdammt. Also, bis zum nächsten Mal, ne? Bitteschön.
und Peace and Out. Wann ungefähr wieder? Achso, warte mal. Wann ungefähr wieder? Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Also entweder morgen oder übermorgen. Ja, oder vielleicht an beiden Tagen. Noch nicht sicher. Ja, genau. Alles klar. Dann macht's gut. Peace and Out und bis zum nächsten Mal.